Rest, 13. Minute, Freistoß ab Falterer und Lund erzielt das 1:0 für Bamidat Mirawaka. Eine verdiente Führung, Admir ist die klar bessere, die dominierende Mannschaft. Foul an Gruber von Brauneder, 11 Meter entscheidet schließlich der Benke. Lung, der Torschütze zum 1:0, wird schießen. Und Lindenberger, wehrt ab. Klaus Lindenberger verhindert heute einige sicher scheinende Tore. Von Admira Pausenstand 1:0 für Admira Wacker. Kübauer in Zweikampf mit Bozniakow und 2:0 in der 52. Minute. Dann Freistoß für Stahl Linz, Bozniakow, kurze Abwehr von Knaller und Imrekow in der 80. Minute, verkürzte auf 2:1. Dann Ogris, sieht Marschall, 3:1 in der 84. Minute, Jubel bei den Admira Wacker Anhängern. Die Vorarbeit leistet Ogris, er überhebt Gschneidner. Und Marschall, der hier viel Platz und Zeit hat, sich den Ball herzurichten. 3:1, eine verdiente Führung für Admira Wacker. Kurz vor Spielende dann noch diese strittige Situation. Gruber wird nach Ansicht der Admira-Spieler im 16er gefault, aber kein Elfmeter entscheidet Schiedsrichter Benke. Admira Wacker besiegt Stahl Linz mit 3:1. Austria ist also Tabellenführer, Admira Wacker an fünfter Stelle nur 3 Punkte zurück. Und